Nachdem die chinesischen Lichter bereits die Besucher in Belgien und Holland begeisterten, sind diese jetzt auch erstmalig in Deutschland zu sehen. Und das im Allwetter zu Münster. Auch wir sind den Plakaten gefolgt und haben uns die Eröffnung einmal für euch angesehen. Jeden Abend wird der Zoo durch 280 außergewöhnliche Tiere erleuchtet. Rund 12.000 LEDs verleihen einem Rundgang durch den Zoo eine vollkommen neue Atmosphäre. Nachdem wir uns einen ersten Überblick verschafft haben, haben wir einige Besucher nach ihren Eindrücken gefragt. Ich muss sagen, ich mag nicht so das Große, sondern eher die kleinen Sachen. Die Schmetterlinge vorhin fand ich wunderschön. Das hat Spaß gemacht, die anzugucken einfach. Der Drache ist natürlich das Beste jetzt, bis jetzt gewesen. Also besonders gefällt uns im Prinzip dieser Drache, der ganz Große da vorne, der ist sehr beeindruckend. Muss man echt sagen, auch unsere Tochter gefällt das hier sehr gut. Und das Wetter spielt jetzt natürlich auch mit, muss man echt sagen. So eine schöne Abendnacht nochmal so, das ist schon schön, ja. Neben den vielen Lichtern sind auch chinesische Akrobaten und Artisten zu sehen, welche zweimal im Abend auftreten. Haben wir euer Interesse geweckt? Dann schaut doch selbst einmal vorbei. Die chinesischen Lichter scheinen noch täglich ab 19 Uhr bis zum 30. April im Allwetter zu Münster.